Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, nun ist der SCB Verse Report dran und ich bin hier völlig alleine. Ja, von allen guten Geistern verlassen sozusagen. Da kann man nur sagen, Cecilia ist leider noch krank und Weezen ist auf anderer wichtiger Mission im Verse unterwegs. Das heißt, diesmal bin ich wirklich alleine. Ihr müsst jetzt nur mit mir vornehmen. Aber die liebe Cecilia konnte es sich nicht nehmen lassen und obwohl sie krank ist, hat sie euch eine kleine Videobotschaft aufgenommen und will unter anderem damit unser Hot Topic ansagen. Also von daher viel Spaß erstmal hier mit der lieben Cecilia. Hallo ihr Lieben, hier ist eure Cecilia. Ich muss leider den Sawyer diesmal wieder alleine lassen bei der Folge, weil ich immer noch total krank bin. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, euch ein wundervolles neues Jahr zu wünschen. Und ja, ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit euch und mit dem Team. Wir freuen uns alle auf Star Citizen, was da noch alles so auf uns zukommt. Und das wird eine ganze Menge sein. Und ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Jahreswechsel. Und dass wir uns bald alle persönlich kennenlernen oder ein Teil von euch zumindest auf der CrashCon. Wer sich noch nicht angemeldet hat, tut das ganz schnell an dieser Stelle. Und ja, ansonsten, ich gehe jetzt meine Bugs fixen und hoffe, dass ich bald in der Medical Unit irgendwie respawnen kann, um wieder für euch da zu sein nächste Woche. Ansonsten lasse ich mir jetzt nicht nehmen, das Hot Topic anzusagen. Hihi, da wird sich Sawyer jetzt ärgern. Das wollte er nämlich machen. Also wer es noch nicht mitgekriegt hat, Alpha 2.1 ist live. Also bis dahin, Leute. Tschüss. Ja, Cecilia, danke dir dafür. Von uns allen ganz, ganz gute Besserung, schnelle Genesung und ja, dass du bald wieder auf den Beinen bist, um mich hier zu unterstützen. Ich fühle mich hier jetzt gerade sehr alleine. Nichtsdestotrotz, ja, wir machen aber auf jeden Fall weiter. Wie sie schon gesagt hat, 2.1 ist live. Das heißt, jetzt ist es aus dem PTU raus und wir haben den Patch, wo alle so sehnsüchtig drauf gewartet haben. Und es gab natürlich den angekündigten Überraschungsinhalt. Was war der Überraschungsinhalt? Es war die Vanguard Warden. Ja, wer hätte es gedacht, sie ist nämlich Flight Ready. Sie steht also nicht nur im Hangar, sondern sie ist tatsächlich flugbereit. Das heißt, ihr könnt euch jetzt in das Schiff reinsetzen, wenn ihr es besitzt und könnt damit ins Verse aufbrechen. Wir haben das auch schon gemacht. Weezen und ich haben uns direkt reingesetzt und sind mit einer 2-Mann-Multicam-Mission gestartet. Das heißt, guckt mal in das Let's Play rein, es ist echt schön geworden. Da geht es dann richtig ab und wir testen den Jäger jetzt auf Herz und Nieren. Dazu muss man allerdings sagen, das Flugmodell ist noch nicht fertig entwickelt. Das wird also noch ein bisschen weitergehen, bis sie soweit sind. Vermutlich wird sie noch ein bisschen schwerer, ein bisschen schwerfälliger, könnte man sagen. Und wir werden auf jeden Fall jedes Update verfolgen, was es dazu gibt. Das war mit 2.1 noch nicht alles. Also, es ist außerdem die Saber, der Stealth-Jäger. Der ist jetzt Hangar-ready, den kann man also im Hangar bewundern. Haben wir auch schon gemacht, könnt ihr mal in unser Let's Play reingucken zu. Und ja, das Lieblingsschiff von vielen Leuten, wo sehr gespannt drauf gewartet wird, das ist jetzt also im Hangar verfügbar. Außerdem gibt es da eine kleine Neuigkeit aus dem Forum. Da kann man nämlich sagen, die Damage States von der Saber sind bereits fertig animiert und eingebaut. Jetzt momentan wird also daran gearbeitet, das Ding komplett flugfertig zu kriegen. Das heißt, es sollte also nicht mehr allzu lange dauern. Dann können alle Saber-Fans sich auch dort in den Jäger setzen. Weitere Neuigkeit mit 2.1 war, dass die Freelancer jetzt auch Flight Ready ist. Die kann man sich also in der Basisversion jetzt nicht nur anschauen, sondern sich reinsetzen, auch schon zu zweit und das Ding nutzen. Inzwischen funktionieren auch der Geschützturm an Bord zum Beispiel. Das heißt, das Teil macht ordentlich Spaß und in der momentanen Waffenauslastung hat es auch echt Wumms. Also das Teil kann ganz schön was bewegen im Verse. Schönes Ding. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie ihr die Freelancer findet oder auch wie euer Feedback zum Beispiel zur Vanguard und zur der Saber ist, die jetzt Hangar Ready ist. Damit im Verbund übrigens sind die Schiffe nochmal im Verkauf. Das heißt insbesondere die Vanguard Warden ist jetzt noch eine Woche im Verkauf. Das heißt bis Ende der Woche sollte sie ungefähr im Store verfügbar sein. Kostet 270,37 Euro mit einer 6-Monats-Versicherung und Vorsicht als Standalone-Schiff, also nicht mit einem Game-Package. Die Saber ist auch nochmal im Verkauf, kostet 184,09 Euro, ebenfalls mit einer 6-Monats-Versicherung und natürlich als Standalone-Schiff wie die anderen auch. Und das Ganze gibt es auch noch mal in einem Fighter-Package, ein extra Paket für die beiden Schiffe zusammen, dann für 443,99 Euro, alle beide zusammen in dem Paket, auch jeweils mit einer 6-Monats-Versicherung. Ja, der Patch 2.1 hat also mehrere Neuerungen gebracht, nicht nur die Schiffe, sondern es ist auch was am Holotable gemacht worden. Es gibt jetzt mehr Missionen, in denen ihr fliegen könnt. Die werden wir uns auf jeden Fall in unseren zukünftigen Let's Plays angucken, mal gucken, was wir uns so noch Spannendes finden können. Es gibt sehr, sehr viel zu erleben und von dort aus geht die Reise
Reise auch in jedem Fall weiter. Wir werden auf jeden Fall am Ende der Sendung jetzt nochmal drauf zukommen, wenn es um Interaction geht. Da haben mir ein paar Leute von euch getippt, was da los war und was in dem 2.1 dann kommen soll. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter in die Weekly Updates und da beginne ich wie immer mit Around the Verse. Around the Verse Folge 2.14, das ist Staffel 2, Folge 14, so rum, Verzeihung. Da kann man als wichtigste Info sagen, dass die Überarbeitung des Hangars intern jetzt beendet ist. Alle Hangars wurden vergrößert, und zwar damit die Starfarer darin Platz findet. Starfarer war ja angekündigt, auch für den Januar. Ob sie das jetzt noch genau schaffen, wissen wir jetzt nicht an dieser Stelle, aber zumindest die Hangararbeiten schon abgeschlossen. Weiter ging es da mit dem Shopping-Prototyp, der gute Fortschritte macht, und da soll es auch bald Neuigkeiten zu geben, wie das erste Shopping-Modul dann wirklich aussehen wird, damit es eingefügt werden kann. Erstmal im PTU und weiter geht's dann natürlich mit dem Live-Release irgendwann. Und sie hoffen, dass sie in den nächsten Monat die nächste große Spielmechanik einbringen können, nämlich die Frachtmechanik. Das soll insbesondere dann der Freelancer und der Cutlass zum Beispiel, Schiffen mit Frachtkapazität, auch der Constellation, den echten Sinn geben, und das wollen sie dann natürlich auch so bald wie möglich im Mini-Persistent Universe testen. Wir gehen von da aus jetzt dann zu den Tempt for the Developers. Da wurden 10 Fragen an die Entwickler gestellt. Da haben wir uns mal ein paar Eckpunkte rausgesucht, die vielleicht für euch interessant sind. Zum Beispiel eine Frage, die uns und beziehungsweise unseren Marines auch immer wieder am Herzen liegt, ist: Wie ist das eigentlich mit dem Fliegen in schweren Rüstungen? Geht das überhaupt? Also die Developer haben dazu gesagt, vermutlich wird es großteilig nicht gehen. Allerdings werden alle Rüstungen sehr individuell zusammenstellbar sein. Das heißt, ihr könnt euch im Endeffekt selber aussuchen, welche Rüstungsteile ihr wo ansetzt. Das heißt, eine pauschale Antwort wollen sie dazu nicht geben. Grundsätzlich wird es aber nicht möglich sein, mit dem schweren Exoskelett oder der schweren Panzerung wirklich effektiv zu fliegen. Man muss also immer irgendwo Einbußen mit in Kauf nehmen. Dann ist die Frage, bleiben die UEC, also die United Earth Credits, eine digitale Währung, oder wird es da auch wirklich was zum Anfassen geben im Verse? Großteilig werden sie digital bleiben, lautet die Antwort. Allerdings in den Rand- und Randwelten, also weiter entfernt von den Kernwelten, wird man auch mit einer tatsächlich physischen Währung bezahlen können. Es wird also beides geben, aber der Großteil wird tatsächlich über ein digitales Interface und dementsprechend auch über euer MobiGlas abgefertigt werden. Ja, dann geht es nochmal an die Item-Ports. Das sind ja die Dinge, wo man sozusagen Teile verorten kann, also selbst am Körper oder in jeweiligen Laderäumen oder beziehungsweise Containern. Dieses Item-Port-System ist ja mit dem Grabby-Hand-System zusammen. Das heißt, dass man da Dinge wirklich direkt an einen bestimmten Platz legen kann. Und da geht es insbesondere in der Frage, ging es um die Kleidung, nämlich wie funktionieren die Item-Ports an der Kleidung. Also als erstes, alle Ausrüstungsgegenstände von euch in Zukunft werden sichtbar sein. Das heißt, man wird also sehen, was ihr am Körper tragt, es sei denn, es versteckt sich tatsächlich unter einer Rüstung oder unter einer Jacke. Und es wird so sein, dass also die verschiedenen Gegenstände und Kleidungsteile, die ihr habt, auch eigene Item-Ports haben. Das heißt, ein Holster zum Beispiel lässt zu, dass ihr eine Waffe, also eine Handfeuerwaffe in den Holster steckt, aber er lässt nicht zu, dass ihr eine Granate dort reintut. Das wird also sehr spezifisch sein und dementsprechend werden die Charaktere auch sehr individuell gestaltbar sein. Ja, dann gehen wir nochmal zu Reverse the Verse. Ging es auch um den Patch 2.2. 2.2 wird tatsächlich auch spannend, weil damit ist angekündigt, dass auf jeden Fall die Starfarer in den Hangar kommen soll. Wann der Patch jetzt kommt, ist noch nicht genau klar. Sie haben aktuell Meetings dazu und es ist in der Überlegung, ob der PTU-Patch 2.2 noch diesen Januar startet, also diesen Monat startet. Das ist allerdings tatsächlich noch nicht klar. Also sie lassen sich darauf auch nicht festlegen. Momentan wird sich dazu intern besprochen. Außerdem wurde gesagt, dass an der Orion außerhalb der Konzepte noch nicht weiter gearbeitet wurde. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für alle, die sich auf das Mining freuen und insbesondere auf die Orion als ihr eigenes Schiff. Da müsst ihr euch wohl noch ein bisschen gedulden. Die wird erst in nächster Zeit wieder bearbeitet. Sie wollen zwar dort ranlegen, aber das erste ist die Frachtmechanik, die jetzt erstmal gemacht werden soll, bevor es dann in Dinge wie Mining zum Beispiel geht. Ja, und dann haben sie noch ein paar kurze Worte zur Virtual Reality verloren, insbesondere zur Oculus Rift. Es wird weiter am Virtual Reality System gearbeitet, auch Crytek arbeitet daran, das zu implementieren.
Allerdings hat die, die Oculus Rift gerade so viele Hardware-Änderungen, dass es ein bisschen schwierig ist, das jetzt zu erfassen. Und dementsprechend wartet man erstmal, bis das Oculus Rift-System so weit ist, dass man es dann wirklich einbauen kann. Also das bedeutet, auch das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber sie arbeiten in jedem Fall dran und sie haben es vor allem auf dem Plan, das richtig zu implementieren. Außerdem kann man dazu sagen, dass momentan sehr, sehr viel gearbeitet wird an dem Procedural Landing. Das bedeutet, das stufenlose Landen auf dem Planeten macht sehr, sehr gute Fortschritte und sie haben es vor, so schnell wie möglich ins PTU zu bringen, damit es dann getestet werden kann. Das bedeutet, dass die Landezone Delamar und Nyx, also Levski Landezone, die eigentlich in Nyx sein soll, die wird dann einfach kurzerhand ins Crusader-System verortet, sodass man das da drin testen kann und dass wir das alles erleben können. Also von daher auch an der Stelle Daumen drücken, dass die so weiter gute Fortschritte machen, damit es da weitergehen kann. Ja, dann kommen wir am Ende noch zu Interaction. Interaction ging es ja um die Abstimmung. Was ist der Überraschungsinhalt für den Patch 2.1? Da haben 18% von euch für die Vanguard als Flight-Ready-Schiff gestimmt. Ja, diese 18% waren richtig, ihr habt es gut erfasst. Denn die anderen haben gesagt, 11%, das wird die Reliant, die in Hangar kommt. Ja, das ist leider nicht passiert. Der Großteil, 38%, hat dafür getippt, dass die Starfarer Hangar ready wird. Das war ein sehr guter Tipp, übrigens meiner persönlich auch, da sie es ja nun angekündigt hatten. Ja, da sind wir Nese, müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis die dann soweit ist. Und dann gab es noch den Tipp mit dem ersten Bekleidungssystem, das waren 29%. Auch das macht gute Fortschritte, aber es war nicht dabei. Schauen wir mal, ob es dann vielleicht in dem nächsten Patch was wird. Und Schluss und letztendlich 4% haben gesagt, der Million Mile High Club. Ja, der Million Mile High Club ist da, tatsächlich. Er ist Teil des Patches 2.1, aber das sind halt nur sehr, sehr wenige Leute, die da wirklich Zugriff haben oder Zutritt haben vielmehr. Also von daher ist das vielleicht nicht von so großem Interesse für die ganzen Leute. Ja, ich danke auf jeden Fall sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt das ertragen mit mir jetzt als alleiniger Moderator hier. Hoffe, nächste Woche bin ich wieder mit mehr Manpower bzw. Womanpower hier. Drückt alle ganz herzlich die Daumen und bestellt ihr gute Besserung der armen Cecilia, dass das sich ein bisschen schnell erledigt und dass sie sich schnell wieder erholen kann, um hier wieder mit mir zusammen vor der Kamera zu stehen und uns euch keine Grußbotschaft schicken muss. Wir fanden es auf jeden Fall sehr nett, dass sie es gemacht hat. Und ansonsten kann ich nur sagen, schickt uns ein Abo, das macht uns ganz, ganz glücklich und hilft uns sehr weiter. Kommentiert das Video und liked und disliked uns. Und wenn ihr uns ganz besonders unterstützen wollt und ihr wirklich gut findet, was wir hier machen, dann geht auf unser Patreon-Profil. Da haben sich inzwischen schon einige eingefunden. Vielen Dank an dieser Stelle und unterstützen uns hier für unsere Arbeit mit dem Channel. Das macht uns das Leben sehr, sehr viel leichter. Vielen, vielen Dank dafür. In diesem Sinne würde ich sagen, ich alleine hier so, ich verabschiede mich jetzt mal mit einem See you on the flight deck!